Ihr seid auch mit dabei. Irgendwie nominiert als bestes Team oder irgendwie sowas. Nee, aber Claudio hat mir geschrieben. Ach so, dachte in der Woche, heute geht nicht. So, wer ist es? Katja. Ich habe das Gefühl, hiernach haben wir keine Freundschaften mehr. Oh Mann, kann ich das mal auf... Nein, kannst du nicht, du schreibst jetzt nicht. Bist du soweit? Bist du soweit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich wusste, dass das kommt. Das war jetzt auch nicht so schwer vorherzusehen. Du! Lass es, lass es. Tanja, lass es, bitte, bitte. Nein, ich will aber noch einmal drin. Gut, okay. Hallo und... Ne, so nicht. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Challenge, zu einer WhatsApp-Challenge. Challenge am Glücksrad. Und zwar entscheidet das Glücksrad, welchen unserer Freunde wir heute schöne Nachrichten schreiben müssen. Die können fies sein, die können etwas vielleicht auch peinlich oder unangenehm sein. Mhm. Werden wir gleich sehen. Daniel, ganz wichtig, das, was hier auf dem Zettel gleich steht. Ja. Ich würde dich bitten, das in einem Ton zu schreiben. Also das ist der Inhalt. Es muss nicht O-Ton sein. Es muss nicht original nachgeschrieben werden, sondern ein bisschen so auf die Art und Weise, wie du der Person vielleicht schreiben würdest. Mhm. Okay? Okay. Gut, du darfst als erstes drehen, mal gucken, wem du welche Nachricht schicken musst. Also wir drehen immer erst und dann gucken wir uns die Nachricht an. Tom. Es ist Tom und du darfst einen Zettel ziehen. Und dieser Zettel sagt... Du wurdest von Roblox wohl eingeladen nach Berlin. Warte. Also jetzt müsst du das irgendwie so schreiben, hey... Wir haben von Roblox eine Einladung. Wir haben von Roblox eine Einladung bekommen und ihr seid auch mit dabei. Irgendwie nominiert als bestes Team oder irgendwie sowas. Der freut sich bestimmt schon. Schreib mal so, welches Hotel soll ich buchen? Schreib das jetzt richtig unnötig detailliert. Was? Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was hast du bisher geschrieben? Warte. Sag es doch! Warte, ich lese gleich vor. Ich glaube, Tom schneidet auch dieses Video. Also Tom, vielleicht kannst du danach immer so dein Gefühl auch danach noch beschreiben, falls du dran bist, wie jetzt. Es ist so unnötig detailliert gerade. Warte. Am besten auch noch Dresscode. Wir müssen uns Roblox... Ja, Dresscode, wir müssen uns so anziehen wie unsere Roblox-Avatare. Ja. Kannst du sagen, dass du dein Merch jetzt in Auftrag geben musst? Und welche Größe am besten? Wir warten natürlich im Laufe des Videos ab, welche Nachrichten reinkommen. Und wir dürfen es noch nicht auflösen. Ne? Wir machen das alles nach dem Video. Hast du es jetzt mal? Ach, warte, ich muss noch ein Datum dazu schreiben. Das wäre... Was haben wir heute? Schreib mal so ab dem 25.02. oder so. Vielleicht die Woche, ja, 19. bis 23. Februar. Nee, ich schreibe mit Wochenende so richtig, 19. bis... Ja, jetzt mach mal! Oh, komm, ja, ich drehe noch nicht, ich warte kurz ab. Okay. Okay, was hast du jetzt geschickt? Musst du auch vorlesen. Hey, ich habe eine Mail von Roblox bekommen. Die haben uns nach Berlin eingeladen zu einem Event. Also alle, auch Claudio und Katja. Das würde eine ganze Woche gehen, aber wir müssen uns dann wie unsere Roblox-Avatare anziehen und wir hosten quasi das Event. Hast du Lust? Das wäre 19. bis 25.02. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Okay, so. Das war... Unnötig. Nummer 1, Katja! Okay. Das Ding ist, Tom war kurz online. Oder ja, vielleicht, online. Vielleicht. Dann ist er wieder offline gegangen. Also... Einmal kurz hier Tom aus dem Schnitt, um einmal zu sagen, wie ich mich hier dabei gefühlt habe, muss ich sagen, ich habe die Nachricht gelesen und war relativ am Anfang noch überzeugt, dass das wahr sein könnte, aber dadurch, dass wir dann unsere Roblox-Outfits anziehen sollten und wir das ganze Event auch noch gehostet haben, das war mir ein bisschen sus, deswegen war mir dann relativ schnell klar, dass das vielleicht doch zu einer Challenge gehört. Aber ja, schauen wir mal, was es so für weitere Nachrichten gab. Meine Nachricht geht an Katja. Mhm. Und zwar folgende Nachricht mit dem Inhalt. Würde jetzt losfahren und meine Schlüssel abholen. Boah, macht jetzt bei ihr eigentlich nicht so viel Sinn. Gar nicht Sinn, sagt Katja. Sonst hätte ich jetzt... Also, ich würde jetzt nur, als hätten wir schon einen Termin mit ihr. Hier im Studio. Ja, ja, dass ich sie gut. Das wissen müsste eigentlich. Ja, so. Katja, hey, Danja hat dir ja Bescheid gegeben. Ja, schieb's auf mich noch. Dann schreibt sie dir dann. Hat dir ja Bescheid schieb's gegeben. Schieb's auf mich. Fahre jetzt los. Die Arme, ey. Die sind treffen zu Hause. Uns dann ja um 14.30 Uhr. Gott, die Arme. Bei mir im Studio. Warte, ich schreibe Tom noch dazu, ist bezahlt. Lass es doch jetzt erstmal. Nein, du hast jetzt abgeschickt. Okay, gut. Ich hätte noch gedacht, so komm. Obwohl am Ende kauft Tom dann einfach direkt irgendwas Großes, so, weil er sich so denkt, ah ja, nice Roblox. Also, ich habe jetzt Katja geschickt, hey, Danja hat dir ja Bescheid gegeben. Ja. Fahre jetzt los, treffen uns dann um 14.30 Uhr bei mir im Studio für die Challenges. Bis gleich. Okay. Also ist jetzt gerade 14:45. So, Danja, du bist dran. Ja, wer kriegt sie jetzt ab? Bitte nicht Tom. Freie Wahl, oder?
Ferwallo oder ja, Claudio? Claudio, komm, wir machen Claudio. Claudio, okay, was kriegt Claudio für eine Nachricht? Bist du bereit? Würde so in 20 Minuten loskommen. Oh, sehr gut, ja. Richtig passt, gut, passt zu Katja. Passt. Kannst ja sagen, Kahn hat dir Bescheid gegeben. Ja. Ich guck mal, ob es Antworten gibt. Katja ist bisher noch nicht online. Hast du schon eine Antwort von Tom? Nee, ich schreibe noch, soll ich dich abholen? Kommst du mit Bus und Bahn? Hat Tom schon geantwortet? Nein. Ich hoffe, das wird sich alles noch im Laufe des Videos klären. Vielleicht hat er auch okay. Pause oder so. Ja gut, dass er schaut er da nicht auf sein Handy? Keine Ahnung. Oh, ich habe was für Tom. Vielleicht schaut er einfach nicht auf unsere Nachrichten in seiner Pause. Das, ich habe auch was für Tom. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Ja. Vielleicht riecht er den Braten jetzt. Vielleicht kannst du es ja auch... Ey, Punkt, 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 ist so nervig geworden. Ups, sollte nicht an dich gehen. Also, damit ist gemeint, jetzt schreibe ich, ey, Tom ist so richtig nervig geworden. Ups, sollte nicht an dich gehen. Das ist voll gemein. Ich glaube, das trifft Tom voll. Na und? Der arme Mann. Ja, es ist eine Challenge! Oh, warte, Katja hat's gelesen. Oh. Mal gucken, ob sie dir schreibt. Mal gucken. Nee, aber Claudio hat mir geschrieben. Ach so, dachte in der Woche, heute geht nicht. Okay, nicht antworten, nicht antworten, okay, nicht okay, antworten. Okay. Damit ein bisschen... Oh Mann, die Armen. Hat Katja schon beantwortet auch? Noch nicht, nein. Ich schreibe mal, ey, Tom ist so nervig geworden. Keine Ahnung, wieso. Ja, dass es gerade Tom trifft, weiß ich nicht. Warte, ich muss jetzt kurz mal... Obwohl, ja, komm. Oh, sorry. Der Arme. Ich tue mal so, als würde ich nicht wissen, dass man auch Nachrichten löschen kann. Ja, oder du wartest, bis er online ist und es gelesen hat und dann löscht du es. Oder, ja, oh, sorry, sollte nicht an dich gehen. Meinte auch Claudio eigentlich. Oh. Ich habe Tom und Claudio ist gleich. Aber ich find's gut, Katja hat's gelesen, aber noch nicht geantwortet. Wenn sie jetzt gleich losfährt. Oder sie ruft mich an oder so. Nee, tut sie nicht. Wenn sie jetzt gleich los. Aber warte, sie schreibt. Sie schreibt. Sie schreibt. Soll ich schon mal drehen? Ja, ja, kannst du schon mal. Aber warte kurz. So, wer ist es? Katja. Oh, vielleicht passt das ja jetzt, dieser Satz. Ich weiß nicht. Wieso hast du das gemacht? Oh, das passt, wenn sie die jetzt gleich. Ja, warte, lass sie mir schreiben, ja. Und dann kannst du sowas schreiben, so, hä, wieso, ja. Das wird ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, hiernach haben wir keine Freundschaften mehr. Oh, jetzt hat sie es unterbrochen. Huch, was meinst du? Daniel hat mir nicht Bescheid gegeben. So, jetzt kannst du natürlich darauf perfekt antworten. Oh. Geh jetzt mal raus aus dem Chat. Boah, aber wie antworte ich mir jetzt am besten? Also, der Satz war, wieso hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Vielleicht kannst du, was hast du gemacht? Hast du gemacht, kannst voll sauer auf mich oder so. Ja, genau. Nee, kannst voll sauer auf dich schreibe ich. Nein! Doch. Aber gut, dann wird sie das auf dich schieben, weil du hast ja nicht Bescheid gegeben. Ja. Du kannst ja auch noch gerne schreiben. Ich hatte dir doch Bescheid gegeben. Nee, schreib nicht. Ja, schreib's nicht. Okay, lass Chat zu. Oh, die Arme, Mann, die kriegt Schock jetzt. Die muss arbeiten, die Arme. Oh, schon wieder Tom. Nein. Ja, ich glaube, Tom merkt das gleich. Lena sitzt gerade zu Hause und alles. Ja, ja, gar nichts davon. Und Katja so. Oh, warte, passt. Du kannst, ganz jetzt, du kannst jetzt auch ins Adopt Me Influencer Programm. Jetzt hätte ich gerne Claudio geschickt. Wollen wir das nicht Claudio schicken? Nee, du schickst jetzt. Nein, lass es Claudio schicken. Nein, das ist das Glücksrad, Mann. Du kannst hier nicht die Regeln so umändern, wie du willst. Ich schreibe ja erstmal nicht. Ich schreibe mal andere Sache. Adopt Me hat euch auch ins Influencer Programm aufgenommen. Schau mal in dein Inventar. Oh, er ist online, er ist online, er ist online. Hat Katja dir schon geschrieben? Nein, die Arme, die kriegt gerade schon. Oh ja, komm, du bist wieder dran. Oh, ich will nicht, kann ich es nicht auflösen? Nein, kannst du nicht, jetzt mach. Nee. Später, nach dem Video kannst du es auflösen. Wollen auch die Reaktion darauf. Es ist wieder Tom. Doch, was bekommt der Tom heute hier alles von uns ab, Mann? Der antwortet gar nicht. Er schreibt, ich lese hier nur Lügen. Ich lese hier nur Lügen. Also ich glaube, er hat's gecheckt. Ich habe extra den Redaktionsplan noch geändert. Ich höre mit YouTube aufbekommen. Wie soll ich das denn Tom jetzt ordentlich verklickern? Aber war klar, dass du so gemein bist. Ja, okay. Ich schreibe mal, wir müssen halt mal also, schauen, weil ich ja eigentlich... Warte, eigentlich... Mach das mal mit deinem Umzug. Ja, ja. Nee, warte, ich mache anders. Ich ja ab Februar nur noch auf Twitch... Ja, gut, gut. Oh, wir müssen. Oh, oh nein, Katja, oh Gott. Was hat sie geschrieben? Girl, wenn es eine Challenge sein soll, dann habe ich gerade fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh Mann, kann ich das mal auf. Nein, kannst du nicht, du schreibst jetzt nicht. Ich wette, sie hat Tom oder Lena geschrieben. Die hat sich jetzt wieder verbündet. So, jetzt mach schnell. Ich kann nicht mehr. Hast du die andere Nachricht abgeschickt? Ja. Ich bin noch dran. Ja, warum sagst du mir dann jetzt mach schnell? Hast du ihm. Hast du die Nachricht? Ja, Mann, hab ich doch. Oh, Lena. Lena ist dran. Die Arme. Lena kriegt folgenden Inhalt. Du schuldest mir noch 500 Euro. Wann kann ich damit rechnen? Auf die Antwort bin ich gespannt. Ja, warte. Andere Sache. Du kannst ja sagen, von dem Weihnachtsvideo oder so, dass du das ausgelegt hast. Du schuldest mir noch knapp
500 Euro vom Weihnachtsvideo. Kannst ja auch schreiben, Tom hat schon überwiesen. Oder so. Tom hat schon bezahlt. Oh Gott. Wann kann ich damit rechnen? So. Wann kann ich damit rechnen? Ist halt auch einfach so, das schreibst du gar nicht. Und sie ist direkt noch online, als ich sie darauf gewartet. Wenn sie es jetzt... Wenn die das jetzt alles abgesprochen haben, dann finde ich das sehr unfair. Ich möchte gerade aus meinem Körper... Man kann uns doch auch den Spaß lassen hier. ...heraus und einfach mich auf dem Boden zusammenrollen und heulen. Man kann uns doch aber auch den Spaß lassen, finde ich. Okay, sie antwortet nicht. Okay, wir haben noch einen Satz dann, ja, für dich. Du kannst schon mal drehen und ich lese dir den Satz dann vor. Für Lena. Okay, dieser Satz ist etwas, kontextlos. Ja. 2025 kommt ein neues GTA. Okay, warte. Soll ich hier so schreiben, als hätte ich es gerade erst gesehen? Ja, so OMG. Ja. Ich glaube, die sprechen sich alle ab. Weil die warten immer mit der Antwort, sonst schreibt sie immer direkt. Ich schon, oh mein Gott, hast du gesehen, 2025, neues GTA. Ja. Tom schreibt. Auf welche Nachricht? Auf Twitch und das Roblox-Event? Ja. Ja, Leute. Tom hat nur auf du willst gar kein YouTube mehr machen geschrieben. Was hat... du willst gar kein YouTube mehr machen? Fragezeichen. Ja, du darfst dich drauf antworten. Warum schreibt er denn nicht auf das Event, Mann? Warum darf ich denn nicht antworten? Deine komischen Dinger sind doch leer. Ja, aber das Video ist doch nicht vorbei. Ja, was soll ich jetzt machen? Warten. Auf was? Ja, bis das Video vorbei ist? Ja, wann ist es vorbei? Ja, ich warte noch auf die Nachricht von Lena. Das wollen wir noch sehen. Also Claudio hat dir geantwortet. Katja hat uns auch geantwortet. Tom hat uns geantwortet. Alle haben gecheckt, dass es eine Challenge ist. Außer Claudio. Ich glaube, der hat es nicht gecheckt. Nee, Claudio kriegt gerade Schock wahrscheinlich. Der macht sich bestimmt auf den Weg. Claudio hat mir so richtige Heul-Emojis geschrieben. Aber wobei, dann hätte er mir auch schon geschrieben eigentlich. An der Stelle gerne, wann bekommen Tom und ich unsere Lego-Sets? Die sind immer noch bei meinen Schwiegereltern. Danach können wir uns gern dein ausgedacht... Welche Lego-Sets? ...Geschichten widmen. Mann, wir hatten ein Video gemacht, wo ich Lego-Sets für die bestellt habe. Aber die sind nicht bei mir zu Hause, sondern die sind woanders und ich bin zu faul, die da abzuholen und einzupacken. Also Tom sieht hier, glaube ich, gerade einfach seinen Job komplett gefährdet. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben gemerkt, dass wir hier eine Challenge machen. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an Katja, Claudio, Tom und Lena. Schaut gerne bei Claudio und Katja vorbei und auch bei Tom. Die haben ja auch eigene YouTube-Channels noch. Ich sterbe innerlich. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so 20 Minuten einfach ein bisschen Laber. Nein. Und dann beenden nein, wir erst das Video. Feierabend. Es ist Feierabend. Dann musst du aber das Video beenden. Tschüss. Aber nein, vernünftig. Ich möchte ein schönes Outro jetzt. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Lasst ein Like da, ein Dislike oder was auch immer, wie es euch gefällt. Und dann tschö. Tschö. Ja, erst wenn die Kamera aus ist, darfst du antworten. Dann ja, erst wenn die Kamera aus ist. Lena hat mir geschrieben, erstmal zocken wir beide Final Fantasy. Ja, okay.